Das ist der Eingang zu den Zugkiora. Prescott baute ihn, nachdem sich der Verdünner zurückzog, um deinen Sieg gegen die bösen Handlanger des Phantoms zu feiern. Willkommen, Freunde! Ich bin der Automatic Patch Engineer, oder Abe! Oh, ich kann nicht! Wie es scheint, hat das Beben schlimmen Schaden an den Dioramen angerichtet. Und jetzt ist das gesamte System instabil. Wir können es entweder reparieren oder die zerstörten Bereiche jedes Dioramas abschalten. Es wäre doch schön, wenn sie wieder funktionieren würden, nicht wahr? Schauen wir doch mal nach, was Prescott hier unten so getrieben hat. Transport um die Dioramen herum verwendet. Wie es scheint, bleibt dieser hier verschlossen, bis wir fertig sind. Der gehört mir! Oh, das war ja nicht gerade nett. Ich glaube, ich muss mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen. Funktionieren jetzt wieder! Kannst du die Fassade des Uhrenturms irgendwie reparieren? Was uns erwartet.
Transportrohre haben Energie. Lass uns ins nächste Diorama gehen und nachsehen, was uns erwartet. Eine großartige Aufnahme, Mickey. Die Transportrohre haben Energie. Lass uns ins nächste Diorama gehen und nachsehen, was uns erwartet. Vielen Dank, Leute. Ich habe hier etwas Filmmaterial, das ihr euch mal ansehen solltet. Ist vielleicht hilfreich. Sieh dir das an. Da sind Markierungen an einer Wand in der rechten hinteren Ecke des Raumes. Die sollten wir uns ansehen. Wofür? Das nächste Diorama basiert auf dem Kampf mit dem Mad Doctor. Hier ist noch immer viel beschädigt, daher wäre ich froh, wenn du das reparieren könntest. Mach schon, Mickey. Wir haben noch viel zu erledigen. Sieh mal nach oben zu den Sparren. Ich frage mich, ob du von dort aus etwas reparieren könntest. Um Reparaturen an der Schneekugel des Mad Doctor durchzuführen.
reparieren könntest. Ich glaube, ich muss mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ich glaube, du musst nach oben zu den Schwachen klettern, um Reparaturen an der Schneekugel des Mad Doctor durchzuführen. Um Reparaturen an der Schneekugel des Mad Doctor durchzuführen. Jetzt ungefähr 30% repariert, Leute. Gut gemacht. Der Pappkabeltronic hat Schwierigkeiten, die Replikatoren zu betreten.
Animatronic ausschalten, anstatt die Tür zu reparieren? Warte! Krabbeltronic hat Schwierigkeiten, die Replikatoren zu betreten. Könntest du vielleicht den Pappkrabbeltronic ausschalten, anstatt die Tür zu reparieren? Krabbeltronic hat Schwierigkeiten, die Replikatoren zu betreten. Oh, du! Oh, da stimmt was nicht! Sollen die diese Lichter so etwas was machen? Könntest du vielleicht den Pappkrabbeltronic ausschalten, anstatt die Tür zu reparieren? Der Pappkrabbeltronic hat Schwierigkeiten, die Replikatoren zu betreten. Das war genau richtig! Die Leistungspegel funktionieren jetzt wieder! Schon unterwegs! Könntest du vielleicht den Pappkrabbeltronic ausschalten, anstatt die Tür zu reparieren? Krabbeltronic hat Schwierigkeiten, die Replikatoren zu betreten. Gut gemacht, Leute! Jetzt kann ich den Strom für den Ausgang und die Sicherheitssysteme einschalten.
Das sind jetzt 2 Tonnen Scheußlichkeit. Ich muss die Transportrohre absperren, damit er nicht in die anderen Dioramen gelangt. Das sieht aus wie eine grimmigere Ausgabe des Phantomtronics von vorhin. Kümmer mich schnell um ihn. Thank you.
hältst dich wohl für besonders stark. Das ist schon besser. Jawohl, mein Herr. Gut, gut, ich mach das hier schon für dich. So, der Ausgang ist bereit. Gut gemacht. Sollen wir weitergehen? Mal sehen, ich habe beim Durchsuchen meiner Datenbank dieses alte Filmmaterial gefunden. Im nächsten Diorama gibt es weitere Lagerbereiche. Ich frage mich, wofür Prescott sie verwendet. Wir müssen nach einem Weg Ausschau halten, wie wir in diese Räume kommen. Schau dir das an! Ich fühle mich wie neu geboren, kaum zu glauben, oder? Oh, aber hallo, das Phantom-Diorama muss noch repariert werden. Schön vorsichtig, okay, Leute? Das Pappphantom ist herausgesprungen. Du hast dich mit dem falschen Hasen angelegt. Lass mich so machen. Du solltest eine Möglichkeit finden, das Phantomstück wieder in die richtige Position zu bringen. Phantom ist herausgesprungen. Hey, warte, Mickey. Er sieht genauso aus wie du, Oswald. Du solltest eine Möglichkeit finden, das Phantomstück wieder in die richtige Position zu bringen. Keine Sorgen. Oh, das war ja nicht gerade nett. Ich glaube, ich muss mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das Pappphantom ist herausgesprungen. Warte! Hey!
Du solltest eine Möglichkeit finden, das Phantomstück wieder in die richtige Position zu bringen. Warte auf mich! Bleiben ziemlich konstant bei 50%. Dieser Wert darf aber nicht mehr stark sinken. Das Phantomstück wieder in die richtige Position zu bringen. Bin schon unterwegs! Das Pappphantom ist herausgesprungen. Haha! Du solltest eine Möglichkeit finden, das Phantomstück wieder in die richtige Position zu bringen. Immer noch kaputt, aber ich glaube... Ich kann die Routine für Dunkelwölkchen Schlaf zurücksetzen. Moment. Mickey, die da sehen aus wie Kontrolltürme für die Feuerwerkskörper. Als du dem Phantom zum ersten Mal begegnet bist, hast du es von den Türmen aus mit Feuerwerkskörpern beschossen, richtig? Feuerwerkskörper auf den Türmen verschoben. Versuch sie wieder richtig anzuordnen. Thank you.
zum ersten Mal begegnet bist, hast du es von den Turmen aus mit Feuerwerkskörpern beschossen, richtig? Haben sich die Feuerwerkskörper auf den Türmen verschoben. Versuch sie wieder richtig anzuordnen. Turm aus mit Feuerwerkskörpern beschossen, richtig? Haben sich die Feuerwerkskörper auf den Türmen verschoben. Versuch sie wieder richtig anzuordnen. Hast du es von den Turmen aus mit Feuerwerkskörpern beschossen, richtig? Haben sich die Feuerwerkskörper auf den Türmen verschoben. Versuch sie wieder richtig anzuordnen. Zum ersten Mal begegnet bist, hast du es von den Turmen aus mit Feuerwerkskörpern beschossen, richtig? Nun, das ist toll! Donnerwetter, ich fühle mich schon besser! Und sieh mal, du kannst jetzt auch rausgehen! Gut gemacht. Sollen wir weitergehen? Thank you.
das war genau richtig. Ich fühle mich schon viel besser. Wenn du was brauchst, frag einfach nur. Kannst du uns sagen, was Prescott hier unten zu suchen hatte? Prescott ist mein Erbauer, musst du wissen. Ja, sieht so aus, als würde er etwas Großes und Wichtiges bauen. Denn er kam her, um sich ein paar Teile zu holen. Als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt... Glaub mir, Abe, es dient einem höheren Zweck. Ich gehe an einen Ort, an dem ich geschätzt werde. Bald schon werden sich alle an den Namen erinnern. Prescott. Das ist alles, was ich weiß. Oh, aber hey, ich kann noch etwas anderes für dich tun. Da drüben ist eine Belohnung für dich. Wenn du sie haben willst, kommt jederzeit wieder. Ich werde hier sein, so gut wie neu. Vielen Dank, Leute, und alles Gute. Möchtest du den Projektor in der Festung Wasteland betreten? Möchtest du den Projektor in der Festung Wasteland betreten? Ich habe euch beiden doch gesagt, ihr sollt euch von den Klecksen fernhalten. Was haben euch diese armen kleinen Kerle denn getan? Hast du schon vergessen, was sie in Ventureland für Schaden angerichtet haben? Die reinste Plage in Wasteland. Und außerdem hat seit Jahren keiner die Festung gesehen. Sie ist ein historischer Schatz. Genau, ein archäologischer Ausgrabungsort, der allen Thuns gehört. Na und? Sie haben es zuerst entdeckt. Raus aus meiner Festung! Ich mein's ernst.